Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei GigaDeep. Und ja, wir sind bestens gerüstet mit allen Upgrades. Nämlich hier, alle, die zumindest sinnvoll sind. Und werden jetzt die Extra-Stages angehen. Mit welcher fange ich an? Mit der hier. Mit der habe ich zwar schlechte Erfahrungen gemacht, aber... Wie hieß er nochmal? Mikowari. Vor allem mit einer komplett anderen Stimme. Nämlich jetzt haben wir unser tolles Hochhilfs-Upgrade. Und ich werde nicht failen dieser Stage dadurch. Ich bin mir ziemlich sicher. Und wir haben jetzt zweimal mehr Energie. Das heißt, die Dinger machen uns nicht mehr viel Schaden. Oder nicht mehr so viel. Dementsprechend sollte das jetzt besser funktionieren. Auch wenn ich denke, dass die Stage immer noch hart ist. So. Helf mir hoch, helf mir hoch, helf mir hoch. So. Seht ihr, wie toll der ist? Gerade, ich glaube, in der Stage braucht man ihn wirklich, weil es anders nicht funktioniert. Boah. Aber die Stage ist sowieso hart genug. Auch ohne ihn. Denke ich mal. Ich glaube, die extra Stages sind halt einfach mal richtig hart. Nein, 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 helf mir hoch, helf mir hoch. Helf mir hoch, helf mir hoch. What the... Ja, es ist echt übel. Aber ich habe auch... Oh, sehr gut. Ein großes Lebensupgrade. Boah, ich glaube, wirklich ohne den kleinen Helfer da würde es echt schwierig werden, dieser Stage. Okay, das Schiff fährt nach unten. Muss ich raten, ich muss draufspringen. Ja, muss ich. Okay. Ich habe jetzt zwei Bier, zwei Colas, wie ihr seht. Oh, da ist er sogar schon. Und ich bin ein kleines Skelett mit einem Schwert, was mich traurig stimmt. Deswegen gehe ich jetzt Seppuku. Nein, das wird er nicht tun. Er wird uns töten. Ich frage mich nur, was es bringt, wenn wir die Tür... Er wehrt unsere Angriffe ab. Warum tut er das? Ich rate, wir müssen einen anderen nehmen. Ja, ja, mit dem Feuerschuss geht's. Oh ja, mit dem Feuerschuss kriegt er richtig auf die Arme. So... Sieht übrigens aus wie so ein, falls ihr Final Fantasy kennt, und wer kennt es nicht, aber egal. Es ist ein, das sieht aus wie so ein kleiner Tomeberry. Vielleicht ist das ja auch ein playbarer Charakter. Willst du bitte sterben? Ich nehme jetzt zur Sicherheit was. So. Und da ist er tot. Die Stage war jetzt aber echt nicht lang. Ich hätte echt gedacht, die wäre länger. Ich meine, gut, es war nur eine extra Stage, aber er ist tot. Und jetzt lasse ich ihn einfach da liegen, wie herzlos ich bin. Was haben wir jetzt bekommen? Neun Schuss haben wir nicht bekommen, oder? Oder haben wir ihn jetzt tatsächlich als Char freigeschaltet? Das würde zumindest erklären, warum alle Schüsse schon besetzt sind. Gucken einfach mal in den Optionen. Es hat sich eigentlich nichts getan, irgendwie. Warum nicht? Gut, machen wir ihn nochmal. Und zwar ist es... Es ist Elvis! Elvis lebt! Mr. Pell! Mr. Pell? Nein, das ist Elvis. Lüg doch nicht. Lügner! So, okay. Eigentlich muss ich jetzt viel erwarten von der Stitch. Ich liebe diesen Kopf da unten mit den Flügeln. Oh, die sind schon verschrumpelt, die Hülsenfrüchte. Seht ihr, die sind schon braun. Das ist tragisch. Nicht. So. Ich glaube, ohne den kleinen Helfer würde ich die Stages hier nicht schaffen. Bin mir da ziemlich sicher. So. Vielleicht sollte ich für die den Feuerschuss nehmen, weil der immer schön die Reihe plättet. So, zack. Oh, das ist alles viel toller mit Upgrades. Ich glaube, die ganzen Extra Stage ohne Upgrades sind echt hart. Ich könnte ja auch mit dem tollen Upgrade spielen, was meine Lebensenergie auf einen Hit setzt, ja. Ich glaube, dafür müsste ich Koreaner sein. Bin ich aber leider nicht. Ja, was heißt leider, aber ich bin's nicht. So. Weiter geht's. Ehrlich gesagt, ich kann jetzt einfach durchrennen irgendwie. Ich muss mir gar nicht so wirklich Sorgen machen, weil ich ja unten meinen Kollegen habe, der mich retten wird. So, sollte ich mal wieder failen? Ja, es ist quasi ein Fail-Schutz, falls der Kompetenz-Check bei mir versagt. Und ich habe ja auch... Oh, da kommt Lava. Da können wir, glaube ich, immer noch drin sterben. Sollten wir durchaus aufpassen. Ich habe übrigens herausgefunden, was das Leiter-Upgrade wirklich macht. Es sorgt dafür, dass wir schneller wirklich die Leitern hochklettern können. Das ist doch auch was Tolles, oder? So, da hoch. Wieso hängen die eigentlich in der Luft? Wieso können sie das? Nein, 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 nein. Nein, nicht sterben. Ich habe auch noch so viele Schrauben. Ich glaube, die werde ich alle mal gleich bei der netten... beim netten Roll-Klon einlösen. Ja, hätte man auch noch... Man hätte auch noch mehr Hülsenfrüchte hinsetzen können, ja. Das ist einfach zugekleistert mit den Dingern. Da ist er, Elvis! Ich bin der King! Nein, bist du nicht. Nicht mehr. So.
Jetzt müsste hier so die Jailhouse-Rock-Musik laufen. Das wäre doch mal awesome. Wie töten wir ihn am besten? Der spackt mir ein bisschen zu viel rum. Hörst du bitte auf? Ich sollte nicht den Anker nehmen. Ich nehme den Notenschuss. Vielleicht hilft er. Ja, nee. Irgendwie nicht. Der, seht ihr, der Notenschuss kann auch mal unpraktisch sein. Vielleicht muss ich jetzt einfach den richtigen finden. Feuer? Feuer hilft. Feuer hilft. Einfach bratz, 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 bratz. Nein, ich möchte nicht verbrutzelt werden. Ich nehme eine Cola. Oder den normalen Schuss. Der haut auch ganz schön rein, wie ihr seht. Und er ist tot. Tschüss, Elvis. Ja. So, vielleicht kann es gehen. Ich bin nämlich von der Steuerfahndung. Willst du bitte sterben? Danke. Finde ich sehr nett von dir. So, ja, ich weiß halt nicht, was wir freigeschaltet haben irgendwie. Ich glaube, die sind einfach nur optional, kann das sein? Die sind einfach nur optional. Ich hätte gedacht, vielleicht kann ich sie als Chars freischalten, aber scheint nicht so. Na gut, haben wir sie trotzdem gemacht. Das ist doch auch was Schönes. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz in den Item-Shop und kaufe mir mal hier Colas und Leben. Zack, 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 zack. So, das müssten genug Leben für den letzten Boss sein oder für die letzte Stage. Vielleicht ist es auch wieder so unterteilt in Unterabschnitte, so wie bei Mega Man. So, jetzt haben wir 19 Leben. Das ist doch mal eine Hausnummer. Okay, Dr. Knallkopf. Ich bin gespannt. Dö-dö-dö-düm. Und G-Cat! Habt ihr das gesehen? Moment. Sind das jetzt wirklich mehrere Stages? Oder wie schaut's aus? Und jetzt? Ah ja, tatsächlich. Wir beginnen mit Stage 1. Die Stadt brennt! No, es ruft doch jemand die Feuerwehr! Oh, tolle Musik! What the f... Ja, hier geht's schon ganz schön ab. Was? Ich bin tot. Aber ich habe genug Leben. So. Diesmal wird es klappen. Okay, wir müssen aufpassen. Das sind wieder zusammenbrechbare Plattformen. So ähnlich wie in Stage 1. Also in der komplett ersten Stage. Haha, da hängt ein Ding oben in den Stacheln. Das finde ich ja tragisch. Jetzt muss ich mal gerade was testen. Guck, sie machen das wirklich überhaupt keinen Schaden mehr. Kann ich denn dann da hochspringen? Wie? Achso, das war der Gegner. Okay. Zack, zack. Zack. Oh, das bricht durch. Das bricht durch. Also, wozu sammle ich eigentlich noch Schrauben? Oh, die Musik ist toll. Ich hab schon mal gesagt, dass die Musik toll ist. Die ist toll. So. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Am besten zwischen seine Beine. Auch wenn sich das jetzt etwas obszön anhört. Das ist mir egal. Zack. Tot. Da erscheint eine Leiter wie aus dem Nichts. Unglaublich. Wie Zauberei. So. Oh nein. What? Hört auf zu schießen. Ich muss da durch. Boah, das ist echt übel. Ich muss die Leiter runter. Nein, 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 nein. Okay, runter. Über dieses Rad. Und, oh, die mögen aber Laser, oder? Die Entwickler. Und, nein, rette mich, rette mich, rette mich, rette mich. What the? Nein, 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 nein. Das ist gerade ein Todeskampf. Lasst mich. Nein. Schmeiß mir eine Cola rein, ist doch mir egal. Ich habe genug Geld, um mir noch eine zu kaufen. Ja, machen wir das am besten. Jetzt. Helf mir hoch, helf mir hoch. Nein, 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 nein. Wie kommen wir denn da wieder? Was? Oh. Geschafft. Geschafft. Und weiter geht's. Boah, die Stage ist echt nicht. Nichts für schwache Nerven, würde ich mal sagen. Und die Musik ist immer noch toll. Ja. So, da müssen wir hochklettern und da kommt wahrscheinlich irgendwelche Sülze von unten. Ist das etwa rote Grütze mal wieder? Ich mag rote Grütze, aber nicht! Ich glaube, es tötet uns gar nicht. Irgendwie. Tja, so viel dazu. Schön als Kind in meinem Dreck spielen, dann, aber jetzt komme ich da auch nicht mehr durch. So. Ja. Warum auch nicht? Tja, Säule, du kannst mir eh nichts anhaben, ich gehe weiter. Da durch. Und wieder Laser. Bla. So. Um nochmal auf die Laser Collection hinzuweisen. Und da kommt auch schon ein Boss. Es sind irgendwelche Moleküle. Endoplasmatische Retikulen, die einfach mal extrem viel Leben haben. Und einfach mal denken, sie könnten einfach hier so rumfahren und mich mit ihren Viren infizieren. Das war ein Reim. Haha. Okay.
Durch, durch, durch. Kann ich da drunter sliden? Nein, kann ich nicht. Aber ich habe Cola, ihr nicht. Kann es sein, dass ich nicht mehr in den Laden komme? Oh, da muss ich jetzt so rüber. Und das Ganze gleich nochmal. Nämlich jetzt. Zack. Immer schön diesen komischen Ausfluss ausweichen. Unglaublich. Mit vielen Upgrades funktioniert das gleich noch viel besser. Die nächste Stage. Was erwartet uns hier? Was geht denn mit denen? Das sind auch wieder Bosse. Haben die überhaupt eine Livebar? Oh Mann. Ich glaube. Ah ja, die schießen immer im gleichen Muster. Der eine ist schon tot. Der andere auch. Ah nee, das ist eine Boss-Reihenfolge. Oh, ich glaube, ich muss den Kern treffen. Oder auch nicht. Ja, wie töte ich die denn? Zerquetschen die mich? Nein, sie können mich nicht zerquetschen. Vielleicht muss ich einfach den richtigen Schuss finden. Mit dem Anker! Hier oben stehe ich sicher, aber irgendwie bringt das nichts. Vielleicht mit dem Saber. Ah ja, mit dem Saber könnte es klappen. Ah ja, mit dem Saber, alles klar. Damit hätten wir das auch geregelt. Noch mehr davon. Ihr könnt mich nicht zerquetschen. Ich bin aus einer festen Titanlegierung, habe ich gehört. Zumindest seit ich das Upgrade habe. Willst du mich bitte runterlassen? Danke. Aua. Du wirst sterben. So. Nummer 3, was kommt jetzt? Oh mein Gott, was ist das? Eine Feuermaschine, die Feuer sprüht, weil sie eine Feuermaschine ist. Unglaublich. Das macht aber alles nicht so viel Schaden. Oh, diese Laser sind fies. Ich glaube, er ist einfach so gestorben. An Altersschwäche. Kann jedem passieren, auch uns heutzutage. Die nächste Stage. Könnte das etwa schon die Final Stage sein? Ist das vielleicht so? Flüstern, weil es alles so spannend wird. Ja, das war dann mal daneben. Zumindest steht unser Dr. Knallkopf auf Oktopusse und Riesenschildkröten. Ist etwa ein Sammler von seltenen Tierarten. Und da oben ist eine Cola. Das finde ich ja nett, dass ihr mir extra eine dahingestellt habt. Eisgekühlt. Oder so. Wenn nicht, ist auch egal. Hauptsache, es macht mein Leben voll. Es erfüllt mich mit Freude und sorgt dafür, dass ich nicht sterbe. Bis jetzt ist das alles recht harmlos. Aber ich sollte es nicht verschreien. Schließlich bin ich ja noch nicht am Ziel. Und Dr. Knallkopf hat mit Sicherheit einige bahnbrechende Erfindungen erfunden, weil er ein Doktor ist. Und weil er Dr. Wily kopiert. Er ist bestimmt im offiziellen Dr. Wily Fanclub. So, ich kann jetzt auf den Stacheln laufen. Von daher ist es mir egal, dass es jetzt auf den Stacheln gelandet ist. Ja, raffiniert, nicht wahr? Ich bin so gewitzt heute. Unglaublich. So, weg. Auch Scop. Wo kommen die denn immer her? Durch. Toll ist, ich muss mir gar keine Sorgen mehr machen darum. Oh, jetzt kann ich da auch drauf laufen. Drauf laufen. Auflauf. Käse, Lasagne. Was ist denn hier unten? Leben. Brauche ich nicht. Wofür denn? Ich habe Cola und ich habe Bier. Und ich habe einen starken Megabuster. Ehrlich gesagt, mit allen Upgrades, die ich jetzt habe, wirkt das alles nicht mehr so schlimm. Aber wenn hier noch Schrauben in dem Level runterfallen, dann muss es ja heißen, dass ich nochmal in den Laden komme. Denke ich jetzt mal. Wow, 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 wow. Okay, es macht mir doch Schaden, glaube ich. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin immun gegen Säure. Kann das sein? Mittlerweile? Ich meine, wie praktisch. So, da hoch geht's nicht. Das würde uns zermatschen. Finde ich nicht nett. Aber die Stacheln sind ja jetzt harmlos. Oh Mann. Wie kommen wir denn da am besten hoch? Da. So. Da über die Stacheln. Da runter. Und an den Lasern vorbei. Puh, die Stage ist nicht von schlechten Eltern. Aua. Bloß nicht ins Loch fallen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, durch meinen Helfer, den ich da unten habe, so wirklich runterfallen kann ich nicht mehr. Ja, scheint mir so. Der ist einfach viel zu übertrieben. Aber egal, ich habe ihn jetzt. Von daher werde ich ihn noch einsetzen. Oh Mann, wie viele noch? Über die Dinger kann ich auch überlaufen. Ja, kann ich. Super. Okay, weiter geht's. Aber ich würde sagen, bevor wir hier mal weitermachen, mache ich hier mal einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part in Dr. Knallkopfs gruseliger Gruselfestung. Ja, so nenne ich sie jetzt. Also bis zum nächsten Part.